Lautstärke da. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo, lass das Fahrzeug stehen. Helles 22 auf der Italia mit dem Darky Party in der Schweizer. Hallo. Hola. Hola. Das lässt einfach das Fahrzeug mitnehmen, ey. Wir haben ja keinen Stapelgabel, Gabelstapler. Stapelgabel? Was? Okay, egal. Wir sind auf einer neuen Map-Version 1.2, kann das sein? Ne, 2.0 glaube ich schon. Schon 2.0? Weiter? Ja, was 2.0 ist. Also, eine aktuelle. Wir sind auf einer aktuellen Version, neue Safe Game begonnen, richtig? Jo, musste man. Muss man ein neues Safe Game beginnen? Sehr gut. Grüße auch an den lieben Modder, der ab und zu mal reinguckt. Wir haben letztens mal einen Kommentar gefunden. Aha. Party war ganz. Party war ganz stolz, konnte nicht lange schlafen, ey. Boah, aber sowas von. Edo hat hier kommentiert bei uns. Och, wir sind ja so stolz. Prominenz war da. Genau. Warum ist mein Kaffee kalt? Warum nicht? Aber ich glaube, wir brauchen keinen Ballen morgen, weil ich die 5 übrigen Ballen so zum Hof kriege. Machen Sie das? Oh nö, nicht schon wieder Traum. Ehrlich, bin ich heute wieder für Traum eingeteilt? Ah, ich hänge fest. Hilfe. Heute sogar mit Weißwein. Es kann ja eh nur einer zur Zeit. Ich würde dann gehen. Nein, du bleibst hier. Es wird dann gehen. Die Sache ist ja, da man ein neues Safe-Game brauchte und die Map eine neue Version hat, ist UDFL, was ist? 26? 26 geändert. Genau. Das Feld ist jetzt eigentlich da, wo Reben waren. Und da, wo das Feld vorhin war, wo der, übrigens der Steinsammler jetzt noch steht. Da sind jetzt Reben hingekommen. Zum Beispiel. Neue Version. Ah, okay. Und hinten beim Weingut, was ja wirklich ein reines Weingut ist, hat er auch halbe gemacht. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich mehr Feld als vorhin. Ja. Geil! Das ist und gut. Weniger Reben, oh nein! Ja, aber die Reben sind noch eh mehr als genug. Ja, logisch. Genau, Werner geht jetzt mal bitte 250.000 verdienen, damit wir uns einen Traubenernter leisten können. Aber weil man wir sind dabei. Das Precision Farming Zeug nicht wie so schnell hin wiederherstellen kann, müsste man die Felder, also unsere Felder, die man schon bereits gekalkt hat, neu kalken. Das sehe ich ja, Patty. Das geht so viel besser, Daki. Ja, wenn das nur einer macht, ist das ganz gut, ne? Ballenmission habe ich kurz alle Ballen gepresst. Super. Dann abgegeben, bis die Mission fertig war und es blieben 5 Ballen übrig. Das sieht schon gut aus. Ich mir einfach, oder uns einfach über das DevTool hier hingestellt wieder. Ja, das sieht schon sehr komisch aus, wie der Steinesammler da steht. Boah, ich hab Druck, da gefällt so schnell. Ach. Die Fahrzeuge sind langsam kapiert. Gut. Und dann stand halt alles da, wo es vorhin auch stand. Sehr gut, danke Schweizer. So, ein Feind. Jetzt fahre ich wieder zu langsam für dich. Ich wollte mal irgendwie eine Pause machen. Ich wollte mal eine Zigarettenpause machen. Du hast doch gar nicht. Das stimmt, aber ich wollte anfangen, damit ich Pause machen kann. Ich wieder anfangen werde. Die sind nichts gut. So, danke, jetzt rückwärts. Also die Geschichte ist, die Kiste muss in der Nähe bleiben, sonst geht das nicht. Kann immer nur einer zur Zeit in eine Kiste packen. Deswegen ging das auch letztes Mal nicht, ne? Ja. Bist du zu schnell? Das müssen wir ein bisschen schneller fahren hier. Ja. Wir haben ja ein bisschen Distance, also das geht schon. So, gut. Erste Aufnahme, gemeinsame Aufnahme nach der FarmCon. Wir haben uns endlich mal alle getroffen. Hat es gelohnt? Ich weiß nicht. Nein. Nein. Ja, es sind alle noch da wieder, ne? Also naja, es sind alle wieder da, das stimmt. Die einen hatten eine ganz gute Heimreise, die anderen eher weniger. Ja. Die einen hatten eine gute Hinreise, die anderen eher weniger. Was mich gewundert hat, so am Sonntag danach war jeder so, also nicht jeder, war fast jeder so gegen 18 Uhr zu Hause. Ja, außer du. War nicht ganz eine Human, ich war ein bisschen später, aber Daki war ja am nächsten Tag erst, ne? Also. Ja, ja. Am nächsten Tag um 19 Uhr. Ja. Das war auch gewollt, ne? Also ich glaube, wenn ich dann den Sonntag noch gefahren wäre, dann hätte ich das noch weniger geschafft als den Tag danach. Keine freie Kapazitäten mehr. Dann gehen wir auslernen. Los, Leon. Los geht's. Nee, war schon ganz witzig. Also war wirklich, es ist halt wie immer bei solchen Dingen einfach viel zu wenig Zeit für alles. Aber das kenne ich leider nicht anders.
davon erfahren kann an sich, habe ich glaube gar nicht mehr so viel mitbekommen. Hm. Ich auch nicht. Weil ja, man war ja, man war ja mit den anderen Leuten am Quatschen. Tatsächlich. Genau, man war mehr mit den Leuten beschäftigt, als da selbst reinzugucken mal, ne? Richtig. Aber es gab auch nicht so viel zu sehen, muss man ehrlicherweise sagen. Also so ein paar grünen, gelbe Traktoren hast du gleich mal nach einer Stunde abgeguckt. Was ist? Soll ich ausladen? Ja, du machst das. Du bist der beste Auslader, den wir haben. Wir haben auch geschaut, dass man von diesen grün-gelben Traktoren mitnehmen könnte. Aha. Aha. Mhm. Zwei Teile wiederum. Oh, ein Traktor oder so. Und oder so. Wackelt ein bisschen, ne? Du, ist windig heute hier. Also ich glaube, ehrlicherweise lohnt sich das erst, wenn wir diesen Keller hier haben. 500, zwei Leute, ja, die 5 Minuten dran sind, das lohnt halt überhaupt nicht. Da machen wir besser noch eine Mission. Also 500 Euro für 5 Minuten Arbeit, also. Ja. Wieso fährt denn der jetzt nicht schneller rückwärts? Du musst den Tempomat höher machen. Gut, hätte er klappen können. Ah, jetzt. Das geht, das geht. Das geht, das geht. Wir hätten noch zwei Baldenpressmissionen. Du hast gesagt, 125.000 brauchen wir, ne? Oder wie viel brauchen wir? Also 100.000 Euro für das, für die Weinproduktion. 150 und kostet der Weinkeller. Was? Dann hat das angepasst. Ach nö, oh. Alter, das ist so, ja, ja. Das war so nicht abgemacht. An die Seite. Frechheit. Okay. Nee, dann machen wir irgendwie was arbeiten hier. Ein bisschen Geld verdienen. Oder soll ich schlafen gehen? Nö. Was willst du da? Wenn wir Missionen haben, können wir doch auch Missionen machen. Was ich mache, ich werde mal das Kalkgerät hier auf das Film gehen und mal kalken. Die 50, da müssen wir Silageballen machen. Die 50 müsste eigentlich nebenan sein. Warte mal, einen. Wir haben, glaube ich, keinen Wickler, so will ich weiß. Wir haben ja auch noch die 26, was unser Feld ist, was jetzt nicht angesehen ist, ne? Oh, da können die ansehen gehen. Aber das muss ich da erstmal kalken tun. Mein du, wir müssen ein bisschen beeilen, ne? Kann man sie nehmen doch schon 10 Minuten auf. Mann! Etwas ansehen. Was kann man? Was kann man aktuell ansehen? Im August? Boah, warte mal, wie war denn? Wie rüf ich denn mal das Menü auf hier? Raps kannst du jetzt ansehen. Ja, dann machen wir doch Rapschen. Wieso ist denn mein Traktor grün? Was? Dein Traktor grün? Ja, die Kotflügel sind grün. Weil du Gras gemacht hast. Achso. Real Dirt Gedöns. Real Dirt. Oh Mann. Nee. Boah, diese vielen verschiedenen Kameraperspektiven hier bei dem Ding ist ja dezent nervig. Wir haben wir. Warte. Was für ein Ding? Mod, wo man das deaktivieren könnte. Müssen die Kökerling? Wer hat die Köckerling geklaut? Die müsste da unten stehen, oder nicht? Nö. Ah, hier oben steht sie. Alles gut. Glaube ich, oder? Warte. Nö. Bist du die Köckerling? Nee, du bist was anderes. Ach, bist du denn? Ich hab irgendwas. Ah, das ist ein Striegel. Nee. Also unten steht sie nicht, außer ich habe sie gerade dezent über... Sie ist blau, sie kann man nicht übersehen. Sie steht da unten. Warte, ich habe sie übersehen. Wow. Gut. Warte, bist du fertig mit dem Kalke? Bist du betrunken? Ich frage einen Freund. Regelmäßig, aber nö. Ich bin gerade mal bei der WGA angekommen, um Kalk zu kaufen. Das wird dann eine Schlaffolge werden. Wow. Oh, Mann. Dann mach was anderes. Nö, ich mag das. Die Kühe streicheln oder so. Ja, die jetzt Kot streicheln oder was? Natürlich. Könntest du den Steinsammler zurücksetzen und dann ist man noch da Steinsammeln. Adaki hat auch noch nichts zu tun. Ich mache jetzt hier Düngermission und dann gehe ich flügen. Gar kein Problem. Müssen wir auf 26 noch Steine holen? Ja. Ich bin gleich da, dann gucke ich mal. Ist das hier die Feldanfahrt? Ja. Ich sehe hier keine Steine. Doch, verdammt. Okay, wir müssen Steine holen. Sammeln. Steine sammeln wir zurücksetzen? Warum zurücksetzen? Der hängt auf der Reben. Weil auf der dann so.
Aber also da wäre doch noch was drin, oder? Zurück. Ich setz zurück. Zurücksetzen. Machen wir gleich den schnelleren Weg, damit wir auch noch was sehen heute. Was bist denn jetzt so? Zurücksetzen. Oh, der Traktor auch zurückgesetzt? Ja. Nicht geleckt. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Hat geleckt bei euch? Ein bisschen. Oh, geil. So, Patti, du willst einen selbstfahrenden Dingens holen? Bei den Reben, die wir haben, würde sich dezent lohnen. Aber warten wir erstmal ab damit. Das kostet so viel Geld, oder? Ein bisschen. Würde sich das lohnen, wenn wir den. Würden wir den mal mieten für ein paar Tage? Oder wenn. Ich habe keinen Hort mehr. Wir können doch nicht mieten, oder? Können wir nicht mieten? Ich habe nur noch die Karte. Klingt spannend, Schweizer. Oh ja, da sind Lua-Aeros drin. Bei mir nicht. Ich häng fest. Alle Probleme. Alle geschafft nach der FarmCon. Oh. Ja, also ich hatte noch gute zwei Tage danach damit zu kämpfen. Ne? Also ja, ich hatte tatsächlich eine ganze Woche danach damit zu kämpfen, den nee, Content irgendwie wieder aufzuholen. Ich hatte mit Müdigkeit zu kämpfen. Ich hatte so nee. Dienstag und Mittwoch war ich total kaputt den ganzen Tag. Ich hatte ja wieder gearbeitet dann. Mhm. Und hab dann rechtzeitig jeweils Feierabend gemacht und nach Hause, hab mir erstmal schlafen gelegt für 2 Stunden. Boah. In das war auch die ganze Woche tot. Es ist echt krass. Weil man halt auch sagen muss, dass meine Nacht von Samstag auf Montag halt auch, von Sonntag auf Montag auch nicht so lang war. Was? Von Samstag auf Sonntag war sie auch nicht unbedingt lang, Ducky? Von Samstag auf Sonntag war sie auch nicht so lang, aber von Sonntag auf Montag auch nicht. Du musst aber ein bisschen mehr schlafen. Ja, ich wollte, aber es war super warm und wir hatten halt keine Klimaanlage in der Wohnung. Naja. Es war ja so warm da unten. Mannheim ist es. Ich war sehr froh, als ich wieder hier war. Halt ist überhaupt nicht schwer. Was ist los, Schlabber? Gib mal Stoff hier hoch, ey. Der Kubota pfeift aus allen Löchern. Da steht ein Schweizer. Oder? Wo muss ich ihn jetzt lang? Da, wo ich stehe. Ja, du stehst richtig scheiße. Ich fahr oben rum. Gab's sonst irgendwelche krassen Änderungen bei der Italia? Nicht, was ich jetzt, was mir jetzt spontan aufgefallen ist. Ich nix wissen. Ich nix wissen. Nein. Nix Änderungsliste gelesen. Ich habe nur gesehen, dass ein Update gekommen ist. Weiter, haust du die Ballen bei den Schafen rein? Die brauchen was zu futtern. Die armen. Die armen Schäfchen. Adi? Ja. Ich muss hier hoch. Ich auch. Adi? Okay, du bist schwerer. Ich versuch mal hier hochzukommen. Gibst du Vollgas? Ja, das, ich hab den Gas mir da durchgetreten. Adi? Was ist denn? Wie schwer, sagst du? Ein bisschen. Ich komm ja nicht hoch. Du, wir schieben beide, so ist nicht. Langsam nennt sich das Eichhörnchen. Läuft bei euch, ja? Ja. Danke. Wenn Patti bergauf fährt, kannst du nicht hoffen, dass er bremsen muss, ey.
Wenn man einer, der hier arbeitet und Geld reinbringt. Daki, du bist der beste Daki, den wir haben. Gut. Er hat doch gerumst an der linken Seite. Nee, nee, nee. Ey. Ach, das ist aber Mist, was du da hast. Nee, ist schon richtig. Das sieht aus wie Kaka. Ja, das sieht auch aus wie Kaka. Ist nicht, sagst du? Nee, ist Kalk, eigentlich. Wunderbar. Gut, meine Damen und Herren, für heute sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi. Tschüss. Bitte.